gekommen, dass du ungefähr 8-mal Corona hattest, obwohl du 4-mal geimpft bist, zum Glück, weil sonst hättest du das alles nicht überlebt. Du fährst ein Elektroauto mit Batterien aus Bodenhaltung und findest den Amerikaner automatisch großartig. Ja? Die Politik findest du auch in Ordnung, wird auch nicht hinterfragt, weil die machen schon, was sie machen. Und das war schon immer so, nur haben wir es halt damals nicht gewusst, muss man ganz offen sagen. Und ansonsten, ja, und wenn am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit bleibt, dann bitte für den Umweltschutz, dann nehmen Sie zu Hause einfach ein kleines Fiakergulasch und laden es auf Ihren Rembrandt auf. Und, oder auf den Van Dijk oder was Sie daheim hängen haben in der Küche. Ne? Und verlassen das Haus und biegen sich irgendwo auf die Abbiegespur Richtung A23 am Broderstern und warten darauf, dass sie ein Polizist mit ganz viel Liebe und 25 Kollegen wieder von der Fahrbahn loslöst. Ja, vielleicht einer von den Polizisten, die vor dreiviertel Jahren noch irgendwelche ältere Damen mit Freiheit und Toleranz von der Ringstraße noch betroschen haben. Aber ja, wir beklatschen mittlerweile die WM in Katar. Wo ja, glaube ich, weiß ich nicht, Leibeigene Entrechtete, also Sklaven, hat man früher gesagt, hat dort, glaube ich, um 170 Milliarden Dollar, haben die dort 8 Stadien gebaut, die wir auf, obwohl sie oben offen sind, klimatisieren wir die auf 20 Grad runter, dass die betuchten Millionäre beim Gegner nicht schwitzert werden. Und im selben Zeitraum war dann drüben in Ägypten der Klimagipfel, wo, glaube ich, 1500 Privatjets starten, dass sie die Herrschaften dort treffen können. Und im selben Atemzug erklärt mir die Frau Minister Gewessler, dass wenn ich beim Nudelkochen Sie merken die Unschärfe. Wenn ich beim Nudelkochen den Topfdeckel ganz fest abdrücke, dass wir dieses Schmelzen der Polkappen in den Griff bekommen. Ja? Also, wenn ich nur meinen Hausverstand nehme, einer von den drei oder ein Porsche. Also anders, anders geht das nicht. Aber ja, ist einer oder alle drei, man weiß es noch nicht. Aber so bitte ich Sie eins am Weg, was alles noch, wir dürfen den Humor nicht verlieren. Und im schlimmsten Fall können wir unseren Kindern jetzt sagen, du, wir haben das damals nicht gewusst. Ja. Aber eines muss ich Ihnen auch sagen, wenn ich mich dann so zurücklehne und mir das alles durch den Kopf gehen lasse, liege ich auf so da und denke mir, Herr Zell, vielleicht hast du einfach nur du einen Porsche. Ja, das kann nämlich auch sein. Und wenn dem so ist, muss ich Ihnen ganz offen sagen, dann bin ich einfach nur dankbar und gebe nie mehr her. Danke.